Hallöchen, meine Lieben! Mama, Mama! Was geht ab, Team Harrison? Mama, Papa! Oh, was machst du? Siri. Siri, was sagt Siri? Papa. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Opa ist nicht mehr da, der ist schon weg. Ich will die ganze Zeit mit Oma und Opa telefonieren. Und dann rufen wir an. Und dann will sie wieder auflegen. Opa, 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 und Opa. Oma. Ja, und Oma, gell? Opa. Oh, zeig mal dieses wunderschöne Bild hier, was du da hast. Oh, wow. Die Hochzeit ist vorbei. Eigentlich wollten wir uns schon viel, viel früher melden, ne? Jetzt ist es schon einfach eineinhalb Wochen her, wo unsere Hochzeit war. Und wir haben es einfach zeitlich nicht geschafft, aber auch emotional nicht geschafft, weil wir erstmal all das, was da alles passiert ist, erstmal verarbeiten mussten. Ich habe mir auch schon die Zeit genommen, auf Instagram so ein Story-Rückblick zu machen. Ich habe, glaube ich, 5 Tage dafür gebraucht oder sowas. Und da habe ich euch ganz viele Bilder und Videos hochgeladen. Also, wenn ihr da noch nicht reingeguckt habt, dann schaut auf jeden Fall vorbei, weil ich habe das in meinen Highlights drin. Genau. Und hier müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, weil das Hochzeitsvideo ist gerade im Schneiden. Aber es sind einfach so viele Eindrücke, so viele Emotionen, so viel passiert, so viel kann man nicht in Worte sagen, beschreiben, was erstmal irgendwie in einem Video zusammengefasst werden muss. Ja, also wenn das auf jeden Fall online geht, dann werdet ihr das hier auf YouTube als erstes erfahren. Wir spielen jetzt ein spontanes Spielchen. Wir spielen ein Spiel. Tun wir Spiel spielen? Mia? Ja. Okay. Oh, die geht ins Kinderzimmer. Ich meine hier, Mia. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, Schatz, und du musst schnell antworten, okay? Okay. Zum Thema Hochzeit. Ja. Was war dein schönster Moment von der ganzen Hochzeit? Fuck! Das sagt man. Unser Hochzeitstanz. No one should tell us no. Was war für dich am emotionalsten, ne? Wo du reingelaufen bist. Was war am lustigsten? Die Bilder am nächsten Morgen beim Frühstück alle zu sehen. Die Fotobox-Bilder. Oh yes. Du hockst da wie der Buddha, ey. Was waren deine 3 krassesten Highlights von der Party? Also von halt von allem so. Von allem so, ja. Okay. Also auf jeden Fall, dass Pietro gesungen hat, weil wir haben ihn ja eigentlich nur als Gast, also nur, der Pietro als Gast eingeladen und dass er dann eigentlich auch auf die Idee gekommen ist und so Bock hatte und einfach ein kleines Konzert gemacht hat. Erstmal danke nochmal, Bro. Und das Feuerwerk. Krass, Leute. Das war echt heftig. Und ich war danach wie Matsch in der Birne. Ich bin einfach rumgelaufen. So bis zum Feuerwerk war so wirklich dieser Moment, wo man alles unter Kontrolle hatte und danach ist einfach passiert. Und Highlight Nummer 3 war Xavier Naidoo. Oh yes. Der war einfach da. Der war einfach. Der hat einfach 1 Meter vor uns gesungen, während wir getanzt haben. Das ist einfach, Alter. Das ist so, das, manche können das gar nicht nachvollziehen, weil manche unserer Zuschauer ja relativ jung ist, sage ich jetzt mal. Aber das ist einfach unsere Generation. Xavier Naidoo, hallo, der war einfach da.
Habe ich gerade gesagt, gell? Aber der war einfach da. Nein, nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nein. Ich heul gleich. Ich heul gleich. Oh mein Gott. Bless up, bless up. Wo sind Sarah? Wo ist Tommy? Hier. Herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Wow, es ist schön. Ihr seht so wunderbar aus. Schön, dass wir was für euch sehen dürfen. Was war dein größtes Dekorationshighlight? Das größte Dekorationshighlight? Boah, ich glaube die Hüpfburg, weil da habt ihr nur Schmarrn drin gemacht. Ja. Ich sag euch, wir drehen das Video gerade richtig spontan. Denn jetzt bin ich dran mit Fragen stellen. Oh mein Gott, das kann was werden. Okay, ich übergebe. Was war für dich das Emotionalste? Also ich glaube, das Emotionalste von der ganzen Hochzeitsfeier waren die Reden, die wir gehalten haben. Erstmal unser Ehegelübde, was wir uns gegenseitig gesagt haben, es war so schön und emotional. Die Rede, was wir an unsere Eltern gehalten haben und auch die Rede, die unsere Eltern an uns gehalten haben. Es sind so viel Tränen geflossen, nicht nur von uns, sondern auch von unseren ganzen Gästen. Sogar meine Jungs haben geheult. Oh, das darf ich gar nicht sagen. Die hassen mich jetzt bestimmt. Was waren deine drei größten Highlights auf der Hochzeit? Dass Pedro Aladdin war. Der hat flieg mit mir um die Welt. Okay, passt. Weiter. Flieg nein, alles gut. Das will keiner. Das will keiner. Und so mir Tante Wommel. Flieg mit mir um die Welt. Sie gehört dir. Ich habe schon geheult, wo ich einfach die Melodie höre und dann seine Stimme, das war einfach dann so dreimal so emotional. Also auf jeden Fall, dass er zu unserem Hochzeitstanz gesungen hat und zugleich dann unser Hochzeitstanz. Das Feuerwerk, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben Leute, also nicht nur, weil es unsere Hochzeit war, sage ich das. Die war schon heftig. Wirklich noch nie in meinem Leben so ein krasses Feuerwerk gesehen. Also jeder, der in Las Vegas schon mal war und vor diesem Bellagio Hotel stand, ist kein Vergleich. Und dann natürlich, muss man einfach dazu sagen, die Überraschung ist vollkommen gelungen. Xavier Naidoo war einfach da. Du sagst einfach alles, was ich gesagt habe. Ja, aber weil es einfach so war, das ist halt so die Reihenfolge, aber... Nee, war krass. Will we take it to that step? We don't more than just connect. Will you bring the thunder in my life? Was ist deiner Meinung nach schiefgelaufen auf der Hochzeit? Also, es ist nichts Dramatisches schiefgelaufen. Das Einzige, was war, was mir jetzt einfällt, ich hatte ja mit den Mädels die ganzen Morgenmäntel, die pinken, und die wurden dann nochmal aufgebügelt und dann war das ganze Bügeleisen einfach pink. Und dann haben wir gesagt, es ist zu gefährlich mit den Kleidern, mit dem Fertigmachen, mit dem Anziehen, mit der Unterwäsche, die man drunter trägt, dass wir irgendwie auf die Schnelle wirklich über Nacht noch neue Morgenmäntel besorgen mussten. Und was ist noch schiefgegangen? Eigentlich nichts. Jetzt haben wir euch hier auch mal nochmal so ein paar Eindrücke gepostet von unseren Highlights. Ja, also wie gesagt, wir sind immer noch total geflasht, können das noch gar nicht realisieren. Und ich glaube, es dauert auch ewig lang. Wir haben jetzt alle Fotos erstmal gesammelt. Der Lennart war ja da, mit dem haben wir schon ganz viel gemacht. Die Teddy hat ganz viele Bilder gemacht. Und jetzt versuche ich, alle Bilder in 15 Fotoalben noch reinzumachen und zu bestellen. Weil ich glaube, eins wird niemals reichen. Ja, aber auf jeden Fall, ich mache ja immer so ganz, ganz viele Fotoalben von ganz vielen Situationen. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man die so als Erinnerung zu Hause hat. Ich muss die euch mal zeigen. Hier mal eine Sammlung von meinen Fotoalben. Ich bestelle die nämlich immer in der gleichen Größe, im gleichen Format. Aber wenn die dann so im Schrank liegen, finde ich das immer so richtig cool. Und da zum Beispiel unsere standesamtliche Hochzeit. Und dann tue ich da halt wirklich so alle Bilder von uns ganz schön hier sortieren. Das mache ich dann immer selber, so im Internet. Genau. Oder hier habe ich ein Fotoalbum von der Mia. Da habe ich
so die ganze Schwangerschaftsbilder von uns, von den Shootings, aber auch so Babyparty und, oh, voll gut aufgeschlagen. Und halt dann die ersten Monate so von mir. Dann Travel 2018 Teil 2 und hier ist es mir nämlich passiert. Ich habe das Fotoalbum gemacht und gemacht und gemacht und dann war das irgendwann mal, oh, schaut mal, so dick, ne? Das ist auch Travel 2018 Teil 1 und irgendwann stand dann, das Fotoalbum ist voll und dann musste ich nochmal einen weiteren Teil machen und deswegen meinte ich, das Hochzeitalbum wird bestimmt 15 Teile haben, weil ich so viele Bilder einfach habe, ja. Es sind aber halt so schöne Erinnerungen. Und dann habe ich hier auch noch ein Fotoalbum von Mias Taufe. Das war auch so, so schön. Ja. Dann muss ich mich noch an die Arbeit machen. Ich glaube, da hocke ich auch eine Woche dran. Wir müssen jetzt auch nochmal sagen, dass es uns echt leid tut, dass wir so wenig gerade produzieren, so wenig gerade drehen. Auch Chef sitzt sich in seinen Chefstuhl. Aber es ist einfach so krass, wir kommen einfach nicht hinterher. Und ihr merkt, dieses Kind, es braucht so viel Aufmerksamkeit, das ist nicht mehr normal. Warum? Nochmal. Ja. Okay, 1, 2, komm. Komm. Boah. Ja, bei uns war ja nicht nur die Hochzeit, sondern es ist ja auch der Umzug gewesen in die neue Wohnung. Die Roomtour wird kommen, gibt uns da auch noch ein bisschen Zeit. Aber wir wollten euch einfach sagen, dass uns YouTube-Drehen so unendlich viel Spaß macht und das eigentlich unsere größte Leidenschaft ist. Und wir gucken, dass wir in Zukunft auf jeden Fall wieder mehr Vlogs für euch produzieren und euch wieder ein bisschen mehr mitnehmen werden. Wir geben unser Bestes, aber in den letzten Monaten, ich schwöre euch, es war hier Land über. Aber was ich schon mal sagen kann, die nächsten Videos werden chaotischer denn je. Denn unser chaotisches Kind macht hier alles chaotisch. Es geht so den ganzen Tag ab. Übrigens haben wir so viel Filmmaterial von der Hochzeit, dass wir... Eine kleine Überraschung für euch. Ja, und das ist eigentlich auch eine Überraschung für uns jetzt gewesen. Irgendwie, weil Marcel und Dennis, die unsere Hochzeit begleitet haben, also mit der Kamera, alles, was dann für YouTube kommen wird, mit denen haben wir so gesprochen, ob es nicht vielleicht auch möglich ist, aus den ganzen Szenen einen neuen YouTube-Trailer für euch zu drehen. Weil wir hatten ja jetzt diesen 1-Million-Special mit dem 1-Million-Trailer und irgendwie schaffen wir es nicht, irgendwas Neues zu drehen. Und dann dachten wir so, warum nicht ein Hochzeitstrailer? Ja, die haben sich da sofort an die Arbeit gemacht und haben gesagt, hey, coole Idee, machen wir. Und haben was zusammengeschnitten. Und das heißt, wir, hallo, wo seid ihr denn alle? Wir haben... Einen neuen Trailer für euch. Was? Mann. Ja, was? Mann. Ja, sag mal, wir zeigen euch jetzt den neuen Trailer. In 3. 2. 1. Und go! Ja. Go! Ja, sag mal, wollt ihr den Trailer nochmal sehen? Dann sag mal, sag mal. Sag in 1, 2 und 3. Genau. Und Action. Jetzt interessiert uns natürlich, wie ihr es im neuen Trailer findet. Schreibt es mir mal unten in den Kommentaren. Die Mia will das. Ich muss mal hoch. Komm hoch, dann kannst du was erzählen. Jetzt auch. So, jetzt darfst du. Sag jetzt mal. Jetzt erzähl mal ein bisschen was. Sag. Genau, schreibt unten in den Kommentaren auf jeden Fall mal rein, wie ihr uns im neuen Trailer.
wie euch dieser Trailer gefällt. Genau. Und dann geben wir auch gleich ganz, ganz liebe Grüße raus. Ja, gell? Und zwar gehen die heutigen Grüße raus. Kann ich an Bucha Carolina ganz liebe Grüße von uns an. Die Grüße werden weg. Nein, noch nicht. Ganz einfach Kanal abonnieren und unten kommentieren mit Hashtag Team Harrison. Genau. Und dann hoffen wir sehr, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Kommentar und ein Abonnement. Und dann sehen wir uns die Tage wieder. Tschüss. Oh. Nochmal. Du bist echt der Knaller, Mia. One, let's go.